we've sown. I awake to my freedom. Give it birth from within. Dissolving all limits. There is no thing called sin.
Moin. Jo, ja, heute geht es mal wieder um ein Fixed und zwar um ein Modell von Jahrs Messer. Die Messer, welche unter diesem Namen vertrieben und verkauft werden, die waren mir ehrlich gesagt bis vor kurzem noch unbekannt. Und ich kann euch dieses Modell hier, das Keiler, auch nur zeigen, da mich Sergej, der Betreiber des eBay-Shops Sport Atlantis, angeschrieben hatte und mich fragte, ob ich nicht Lust hätte, mal eines dieser Jahrsmesser auszuchecken und vorzustellen. Und dazu hatte ich in der Tat Lust, denn unter den Jahrsmessern waren wirklich viele Modelle, die mir gut gefallen haben. Von daher auf diesem Wege ein dickes Dankeschön geht raus an Sport Atlantis, an Sergej. Der hat mir nämlich dieses Modell hier für ein Video, für einen Test kostenlos zur Verfügung gestellt. Und wenn ihr das Teil auch ansprechend findet, beziehungsweise euch eventuell für diese Jahrsmesser interessieren könntet, dann findet ihr auch einen Link zum Bezug in der Videobeschreibung. Bei den Jahrsmessern, da handelt es sich um, ja, zum allergrößten Teil um handgefertigte Unikate, die von russischen Messermachern in Handarbeit geschmiedet und gefertigt werden. So zumindest die Info, die mir Sergej hat zukommen lassen. Der Sergej ist mit seinem Online-Shop schon seit 2006, glaube ich, am Start und hatte vor ein paar Jahren mal eine kleine Pause eingelegt, familiäre Gründe waren das. Und als er dann wieder aktiv wurde mit seinem Shop, konzentrierte er sich da auf Messer und dann hat dann Kontakte nach Russland aufgebaut zu Messermachern, zu Schmieden. Und da hat er jetzt ein paar an der Hand und die fertigen für ihn unter dem Namen Jahrs Messer. Diese Modelle findet ihr wirklich eine große, große Bandbreite. Und der Einsatzzweck dieser Messer, würde ich mal sagen, der spielt sich im jagdlichen und im Outdoor-Bereich ab. Bei dem jetzt hier gezeigten Modell, ihr habt ja auch schon ein paar Bilder und ein paar Praxisaufnahmen gesehen bei dem Keiler, da wurde der X12MF-Stahl verbaut. Das ist eine Art russischer D2-Stahl, der laut Shop-Angabe, laut Sergej, auf 61-62 Rockwell gehärtet wurde. Dieser Stahl ist nicht rostträge und bedarf daher etwas Pflege. Nach Benutzung sollte man den also reinigen, abtrocknen und dem etwas Öl spendieren. Jenes, also Öl, war beim Kauf bzw. bei diesem Messer gleich mit dabei. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn man andere Modelle kauft, dass dann ebenfalls, wenn man denn so einen Stahl wie zum Beispiel den X12MF jetzt verbaut hat, dass da dann gleich Öl für die Pflege mit beigepackt ist. Ebenso im Lieferumfang enthalten ist eine Stecklederscheide, die ist sehr robust und anständig verarbeitet mit einem Dengler-Tragesystem und ein Zertifikat ist auch noch mit dabei. Da findet ihr dann einige Infos zu diesem Modell hier. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Technische Daten und hier auch noch einiges zur Pflege, zur Nutzung. Dieses Messer hier, das Keiler, das lag, glaube ich, bei 179 Euro. Und die Preisspanne im Shop bei den Jahrsmessern, die fängt an, ich glaube, ich habe Messer für 89 Euro mit 440C gesehen und geht dann hoch bis 250 Euro, vielleicht noch ein bisschen drüber. Also da ist für den Geldbeutel für jeden was dabei. Einfach bei Interesse mal auschecken. Und bevor ich euch sage, was mir gut an diesem Messer gefallen hat und nicht so gut, handeln wir erstmal schnell die technischen Daten ab. Das ist kein kleines Messer, das hat durchaus einiges an Länge. Wir haben 23,7 cm Gesamtlänge. Da machen wir auch gleich mal einen Größenvergleich. Einmal so ein Mora Companion, das ist doch nochmal eine Ecke kleiner. Das Gerber Bear Grylls Ultimate Survival Knife. Das ist ein bisschen länger, aber hat schon recht ähnliche Ausmaße. Und hier einmal von Real Steel das Bushcraft M. Und da haben wir ziemlich die gleiche Länge. Auf die knapp 24 cm Gesamtlänge entfallen 11,4 cm auf die Klingenlänge. Davon sind 10,6 cm effektiv scharf. Das Messer war auch wunderbar scharf abgezogen, als es zu mir kam.
Und nach den Arbeiten, die ich mit dem Messer vollführt habe, kann ich sagen, dass der X12MF die Kante wirklich, wirklich anständig gehalten hat. Ich spüre zwar natürlich kleine Hakler, aber das ist wirklich ein Stahl, der eine anständige Schnitthaltigkeit hat. Das hat mir wirklich gut gefallen. Die Klingenstärke bei diesem Modell liegt bei 3,5 mm. Wir haben einen sehr ausgeprägten Hohlschliff. Der läuft vernünftig fein aus. Ich habe 0,60 mm Material hinter der Faser gemessen. Als Griffmaterial haben wir karelische Maserbirke. Die wurde sauber verpinnt, ist ein schön warmer Ton, ähnlich wie Olivenholz. Ja, macht wirklich einiges her. Überhaupt, die Handlage ist absolut spitze bei diesem Modell. Dazu verliere ich aber gleich noch ein paar Worte. Das Gewicht beträgt 178 Gramm, nur das Messer. Mit der Scheide sind es knapp 250 Gramm. Jo, und Preis knapp 180 Euro, das sagte ich schon. Das so die technischen Daten. Wirklich gut, beziehungsweise auf der Pro-Seite haben wir, wie ich finde, das sehr gelungene, sehr schöne und universelle Design. Das ist in der Anwendung, beim Arbeiten, auch wenn ich das hier nicht als wirklichen Buschkrafter sehe, wobei leichte Buschkraftarbeiten gehen damit natürlich, aber der Einsatzzweck hier, den sehe ich eindeutig eher im schneidenden Bereich. Da hat es einen tollen Job gemacht, einfach sehr, sehr universell in der Anwendung. Die Ergonomie erwähnte ich gerade ja schon. Die Handlage, das ist ein sehr, sehr satter Griff. Da fühlt sich die Hand einfach ungemein wohl drin. Ich nenne mal gleich jetzt den einzigen wirklichen Kontrapunkt, den ich ausmachen konnte. Das Holz ist ein bisschen rutschig, ist halt ganz, ganz fein, ganz, ganz fein runterpoliert. Und daher ein ganz klein bisschen rutschig war es beim Arbeiten. Mit Handschuhen hat sich das sofort gegeben. So in der Hand muss man da ein bisschen aufpassen. Das jedoch auch tatsächlich der einzige Kontrapunkt, den ich bei diesem Messer ausmachen konnte. Insgesamt ist dieses Messer sehr sauber verarbeitet. Mir gefällt die wunderbar cleane Klinge. Hier nur die Markung. Da haben wir einmal das Zeichen, das Logo für Jahrs Messer. Auf der anderen Seite haben wir noch die Inschrift Keiler, der Name. Jo, und mehrfach erwähnte ich ja schon, dass der X12MF mir sehr gut gefallen hat. Der scheint durchaus eine gewisse Toughness zu besitzen. Ich habe den jetzt zum ersten Mal an einem Messer in Benutzung gehabt. Kann euch da also jetzt nur die Erfahrung basierend auf diesem Messer hier wiedergeben. Da jedoch erreicht er meiner Meinung nach einen anständigen Kompromiss aus Schneidfreudigkeit und Stabilität. Und das alles mit der Ergonomie, mit der Handlage, macht halt den Keiler zum universellen Arbeiter. Und dazu passt dann auch die passgenaue, vielleicht etwas rustikale, aber dafür wirklich stabil gefertigte Lederscheide, wo das Messer sicher drin sitzt. Das alles, wie schon erwähnt, im Preis mit inbegriffen. Das Öl, das Zertifikat, das Messer, die Lederscheide. Und ja, da finde ich, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis beim handgearbeiteten und geschmiedeten Messer nach meinem Empfinden durchaus fair. Ich kann da jetzt natürlich nicht für alle Jahrsmesser sprechen, aber das Keiler hat bei mir soweit einen guten Eindruck hinterlassen. Und wer ein besonderes Augenmerk auf geschmiedete Messer hat, wer nach sowas sucht, bei den Jahrsmessern werden übrigens Stähle wie der besagte X12MF verbaut, aber auch Wutz Damaststähle, ebenso der Böhler K110 oder der N690 und auch 440C. Einfach mal den Shop abchecken. Ja, wer also solche Modelle interessant findet, der sollte da mal reinschauen und mal gucken, ob eventuell was für ihn dabei ist. Jo, und im Großen und Ganzen war's das dann auch. Lasst gerne mal ein Feedback zum Keiler da, ob es euch auch gefallen hat. Falls nicht, gerne ein Feedback dazu dalassen, was euch an diesem Messer nicht gefallen hat. Ich finde ein sehr, sehr brauchbares Teil. Ich werde das Messer jetzt anständig reinigen nochmal, dann bekommt die Klinge ein bisschen Öl und dann wird das Messer beiseite gepackt und dann seht ihr das im Laufe des Jahres wieder. Das werde ich nämlich bei einer Spendenaktion für den guten Zweck dann raushauen. Auch eine gute Sache. So kommt das hoffentlich dann an einen neuen Besitzer und der hat dann ebenso viel Spaß bei der Benutzung, wie ich sie hatte. Alles klar, das war's dann von mir. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.